Namiel! Welcome! Ich bin zurück! Es war so geil! Alter, wie weit hier runtergefallen sind, ne? Hammer, ey! Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Monster Underworld Iceborne. Ja, heute geht's wieder los. Wir müssen wieder Spuren sammeln. Wir müssen natürlich nach Drachenältesten suchen. Aber ich weiß nicht, wer es genau ist. Ich denke mal, wir gehen wieder zum uralten Wald, weil es da am einfachsten ist. Kushala, Daora ist da? Daora ist da? Okay, einfach mal rein da. So, da sind wir. Hallo. Ja, ich bin sofort wieder weg. So, Spuren. Wo sind sie? Warte mal. Bestimmt, weil Kushala hier ist, oder? Hey, sieht das nice aus. Okay, suchen. Na, was haben wir denn hier? Diese Spuren werden bei unserer Drachenältestenuntersuchung helfen. Ja, okay, dann haben wir schon mal die ersten Spuren gefunden. Nice. Hier sind schon die nächsten. Ja, gut. Noch mehr. Hier wurde richtig hingerotzt. Ah, was das wohl war? Wir werden es nur... Alter, westiger Schleim. Wer kann das denn sein? Oh, guck mal, wir haben wieder einiges gesammelt. Circa ein Viertel, etwas über ein Viertel müssen wir noch suchen. Gut, dass du sicher zurück bist. Wir haben den Ältesten im Korallenhochland identifiziert. Wer ist es denn? Der Unheilsdrache Namiel? Nach allem, was die ersten Viverianer zu sagen hatten, ne, sind wir da absolut sicher. Ja. Das zu bestätigen, wäre zwar eine Erleichterung, wenn nicht alles, was wir aus den spärlichen Berichten haben, nicht so unfreulich wäre. Aha, die Kreatur hatte eine gruselige Leuchte. Die Umgebung war pechschwarz, kaum Farbe. Die Schuppen leuchteten Regenbogenfarben. Eieiei, schau nicht so. Ich verstehe auch nichts jedenfalls. Wir haben weitere Berichte erhalten. Etwas über seltsame Lichter oben im Hochland. Das muss es sein. Los geht's. Such deine Ausrüstung zusammen und brich in Korallenhochland auf, sobald du bereit bist. Okay, nach dieser Pfütze sollten wir am besten, Wasserschutz nehmen. Der Drachenälteste ist im Korallenhochland. Ja. Lass uns losziehen, aber mit Vorsicht. Ach Junge, einfach rein da. Junge, let's go. Komm, wir gehen einfach rein da. Aber erstmal ein paar Sachen wegpacken. So, dann wollen wir doch mal gucken. Meisterrang, Aufgaben. Ein Licht aus dem Abgrund. Eieiei, das Ding kenne ich gar nicht. Na komm, wir benutzen einfach einen Gutschein. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen aufgeregt. Töte den Namiel. Starte Quest. Ein Licht aus dem Abgrund. Folge der Spur. Ja, was denn? Ganz oben im Korallenhochland? Nichts kann uns aufhalten. Oh, die ist bestimmt ganz oben. Ey, da wette ich drauf. Okay, wir müssen als erstes die Spuren erstmal folgen. Runter da. So, wo ist die erste Spur? Hier? Nee. Ah, hier müsste sie doch sein. Och, bitte lass mich jetzt nicht die ganze Map durchlaufen. Bitte. Das nehmen wir natürlich auch mit. Alter... Wir müssen ihr nur folgen. Aha. Okay, Freunde. Drückt mir die Daumen. Namiel kenne ich gar nicht. Null. Und ich bin jetzt gespannt, was er... Ich würde eher sagen, sie für ein Wesen ist. Namiel. Ich komme. Er hat aber einen hübschen Namen. So. Namiel? Irgendwo hier sollte sie sein. Oder wurde gesichtet. Was sind das für Spuren? Überall? Hä? Oh nein. Die Lichter. Oh, ist das schön. Okay, Lichterketten. Oh, Backe. Oha, und ich dachte, es wären... Mädchen... Wasser? Nein! Oh! Ja! Der Meister der Strömung ist erschienen. Der Meister der Strömung? Oh Gott! Lasst euch nicht vom Nied irreleiten! Selbst die Drachenältesten! Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Folge dem Weg der Drachenältesten. Warum? Warum sollte ich das? Hey, Papa! Was denn? Was? Oh Gott, wir müssen jetzt wirklich kämpfen? Okay, was meinte der Viverianer? Was meinte er? Ich soll nicht dem Lied folgen? Oder irgend so... Okay, pass auf, vielleicht spielt sie ja irgendwie Musik
Und wir müssen gucken, kommst du jetzt? Sie kommt runter. Sie kommt runter. Wir müssen runter hier. Alles klar. Ey, sie ist wunderschön, oder eher? Ich glaube, es ist wirklich näher. Es sieht echt brutal aus. Hey, Namiel! Unsere erste Begegnung findet genau jetzt statt. Ja, moin! Wie geht's? Gar nicht laut, gar nicht laut. Nö, nö. So, was machst du für Attacken? Was macht er für Attacken? Wir müssen... Ach, er macht Wasser, oder? Wir haben es gerade nicht gesehen. Er macht Wasser. Scheiße. Wir hätten den Wasserschutzmantel mitnehmen sollen. Der wäre lebenswichtig jetzt gewesen. What? Ja, gut. Oh, guck mal, wir hätten voll draufhauen können. Überall ist Wasser. Bedeutet? Oh, kurz ausweichen. Wie gesagt, ich kann ja noch nicht sehr gut mit dieser Waffe kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob da... Oh Gott. Namiel wird uns fertig machen. Ja. Jetzt müssen wir komisches Dings nehmen. Ihr kennt es ja. Hier, wie heißt es jetzt? Oh, warte mal, sie saugt sich voll. Komm, 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 komm. Oh, abhauen, abhauen. Scheiße. Okay, Nullbeere. Na gut, dass wir hier einige Nullbeeren haben. Alles klar. Namiel, ey, wunderschön, beautiful. Wie, du haust schon ab. Oh, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Namiel, ich hab gehört, du willst auch gegen die... Wand? Blitz? Ah! Warte mal. Oh Gott, ich wusste gerade gar nicht mehr, wie man ausweicht. Junge! Was passiert hier? Oder was macht sie? Oh Gott, Blitzattacken? Wirklich? Ich dachte, sie kann nur Wasser. Ja, richtig, richtig, richtig. Oh Gott, sie will wirklich gegen die Wand. Oh yes, Baby. Alter Schwede. Ist hier deine Schwachstelle? Ne, irgendwie nicht, wa? Ist egal, wir versuchen es trotzdem. Ah, nicht wirklich, wa? Aber ist egal, komm, wir hauen voll drauf. Zack, Junge. Oh, nicht schon wieder die Wasserpest. Ich will die nicht haben. Egal, weg mit der. So, Kollege, zack. Wir sollten mal die Steine aufheben, weil ich habe ja noch auf L2 auch noch eine Attacke. Da können wir, Oh Gott. Okay. Okay, wir brauchen einige Nullbeeren. Wir brauchen 100%. 100 pro, einige Nullbeeren. Ja, oh Gott. Oh, das war knapp. Holy moly. Okay, komm, wir schauen Namiel schön von vorne an. Ah, warte, kurz die Bewegung ändern. Ab nach vorne, Baby. So, Kleines, wir wollen dein Gesicht sehen. Na, nicht festhalten, ne? Einfach nur draufschlagen. So, wieder verändern. Nein, nicht festhalten. Meine Ausdauer ist weg. Empty. Mist, ich bin zu oft gesprungen. Schade, und ich hab gedacht, wir kriegen sie jetzt auf den Boden. Kriegen wir sie noch? Nein. Naja, ist egal. Komm. Einmal gegen den Kopf. Dein Kopf muss leider auseinandergehen, Baby. Jupp, und fett drauf da. Let's go, let's go, let's go. Und. Nein. Ah, sie saugt sich schon wieder voll. Aus da. Gibt's nicht. Ich krieg's voll ab. Oh, ich krieg's nicht ab. Wir brauchen Steine, wir brauchen unbedingt Steine. Alter. Hydropumpe. Hey. Was machst du da? Ausweichen, ausweichen. Oh, ich muss unbedingt mal blocken. Jo, perfekt. Aua. 88 abgegeben, nice. Ah, kurz weg hier, kurz weg hier. Jo, sehr gut. Friss, Junge. Oh, oh, sie macht die Dingsattacke. Was machst du, was machst du? Ja, gut. Oh Gott, sie macht's nochmal? Ey, die Flügel! Aniki! Oh Gott, ich hab gedacht, sie nimmt sich jetzt Aniki weg. Habt ihr das gerade gesehen? Okay, aufhören, aufhören, aufhören. No, 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 no. Oh Gott, okay, rauf da. Yes! Du Mistvieh! Alter Schwede, ey. Okay, krass, ich hab Respekt vor ihr. Ein Riesenrespekt. Naja, aber sie soll ja auch Respekt vor mir haben, oder? Jo, zack. No. Ey, wie oft soll ich denn noch die Nullbeere nehmen? Oh, weg, 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 weg. Ich habe sie zwar nur erst dreimal genommen, aber ist trotzdem egal. Ach, Mist. Oh. Ih, pfui. Alle Viecher rotzen jetzt irgendwie, wa? Oh, jetzt müssen wir weg. Oder was tut sie? Ach, komm, abbrechen. Hier, zack.
Oh, 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 oh. Und weg hier. Jo, sehr gut. Ah! Daneben ist auch vor. Och, Mann! Ja, komm, wir müssen jetzt eine Nullbeere nehmen. Geht nicht anders. Sie hat's halt faustdick hinter den Ohren. Sagen wir's mal so. So, Aniki, drop mal kurz. Eine neue Attacke? A new one? Halte dich von der Strömung. Mach ich. Du hinein, bist du völlig hilflos. Oh, ich weiß es. Oh mein Gott. Was war das denn? Ey, krass. Okay, das Viech, mit denen ist echt nicht zu spaßen. Du ekliges Mistvieh. Komm. Alter, Digga, wir brauchen unbedingt... Aniki? Oh Gott, es kommt näher. Sehr gut. Okay, Nullbeere wieder. Hey, er wusste ganz genau, wo ich hin wollte. Zack, aber nicht mit uns. So, jetzt aber. Zack, Junge. Zack. Okay, gut. Abhauen. Einmal hat es gemacht. Oh, Mantel lieber ausziehen. Ein zweites Mal? Kein zweites Mal? Ah, guck mal, da macht es. Oh. Aniki, Achtung. Okay. Hier, friss, Junge. Friss, Baby, extra für dich. Komm. Yes. Wir müssen einiges an Damage machen, Mann. Einiges. Oh, no. Ey, man kriegt jedes Mal Dings. Man kriegt jedes Mal diese Wasserpest auf sich. Das ist ja eklig. Hier, friss, Junge. Na, komm. Let's go. Nochmal. Perfekt. Und weg hier. Ich wusste doch, sie macht irgendwas. Ey, das ist doch scheiße, Alter. Das Viech ist eine Bestie. Friss. Autsch. Tat aber nur ein bisschen weh. Das tut richtig weh. Na, okay, halbwegs. Gut. Wir brauchen ja mehr Energie. Holen. Let's go. Und weg vom Strahl. Alter. Das war ihre... Hä, wie sieht sie denn jetzt aus? Hat sie sich nackig gemacht oder so? Ich glaube schon, wa? Guckt euch die... Sie sieht jetzt ganz anders aus. Cool, ey. Gefällt mir. Sie gefällt mir. Wir brauchen aber Nullbeeren unbedingt. 10 Minuten später und wir haben es endlich geschafft, ey. Der Weg ist einfach zu lang. Hallo, Baby. Ja, komm. Versuch einfach da drüber zu gehen. Komm. Ich wusste es. Na, komm mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, doch, das geht. Das geht. Das ist akzeptabel. Los, komm. Schnell. Voll aufladen. Und let's go. Bam. 419. Geht. So, come on. Na, was machst du? Wir sollen... Oh, hier gibt's dieses Gleiterdings. Stimmt, hätte ich auch benutzen können. Aber, naja. Wer nimmt das eigentlich mit? Ich glaube, niemand nimmt diesen Gleitermantel mit, oder? Alter! Volle 9, Junge! Voll auf die 12! Ich glaube, ich sollte mal abhauen, oder? Ne, was hat er getan? Nein, spucken nicht erlaubt, Mann! Ach, Mann, dieses Drecksding! Jupp, okay, da hätte ich nicht hinspringen sollen. Ich hätte lieber links bleiben sollen. So, erstmal benutze. Gibt's hier Steine oder so? Er rastet halt aus. Mist, hier oben gibt's keine Steine. Ey, ich hätte ihn sonst gegen die Wand gedonnert. Oh, er lädt sich schon wieder auf. Er kriegt so viel Wasser in sich. Okay, daneben. So, aber ich glaube, sie sieht schon sehr geschwächt aus. Deswegen alles gut. Wie hört sich das denn an? Alter. Hat dir gefallen? Irgendwie ist er gar nicht aus der Puste oder so, wenn ich das mache. So, dass er sabbert. Oh, er macht den Sturzflug. Ich wusste es. Okay, wir müssen wieder eine Nullbeere nehmen. Sieht nicht gut aus für uns. Und ich muss diesen Mantel wieder ausziehen. Alter. Er macht es schon wieder. Aber egal, ich bin da. Und? Komm. Nein. Okay, leider fehl. Leider komplett gefailt. Aniki, drop mal bitte. Och, wer ist denn da aus der Puste?
Ey, come on! Aus jetzt! Ey, ich hab jetzt wirklich Glück gehabt, dass ich nicht... Ich bin tot! Ich lebe noch! Alter, das war wirklich knapp, ey. Das war knapp. Ich sehe gerade, meine Energie ist echt down. So, dankeschön. Aneki, dankeschön dafür. Und Booyaka. Zack, jo, ey. Nein! Ach man, diese Attacken nerven, ey. Ja. Gut, dass er immer in derselben Richtung macht. Na, was machst du? Was machst du? Hä? Ich weiß, was wir tun. Das haben wir doch auch noch. Stimmt, wir können uns an die ranziehen. Und da kriegen wir rote Dinger. Und damit können wir ihn gegen die Wand jagen. Wir haben nichts bekommen. Überall ist Wasser, ey. Überall, wo du hinguckst, ist komisches, ekliges Wasser. I'm dead. Okay, maybe, doch nicht. Komm. Drück dir rein. Und er fliegt weg. Nee, oder was tut er? Ich weiß es nicht. Aber egal, wir hauen ein bisschen. Let's go. Jo, perfekt. Ach, ist da wer aus der Puste? Na komm. Voll rein. Yes! Oh, Mist! Oh, er spuckt nur einmal. Zweimal. Und. Jo! Ich bin tot. What? Alter, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Er haut schon wieder ab. Ich hab's überlebt. Hier sind Steine. Euch hab ich die ganze Zeit gesucht, Mann. Namiel! Wakam! Ich bin zurück. Es war so geil. Alter, wie weit hier runtergefallen sind, ne? Hammer, ey. So, komm. Einmal einen harten Schlag. Leider nicht getroffen, aber ist nicht schlimm. Jetzt macht er nochmal doppelt ein Ding. Hey. Aufhören. Und. Perfekt. Und. Schade, ich dachte, wir treffen sein... Seht ihr das? Er ist nicht wütend. Bitte einmal dahin. Und einmal bitte gegen die Wand. Immer schön gerade auf. Es ist so geil. Alter, ich liebe Monster Hunter. Ich liebe das Game. Jo, very nice. Komm. Kannst mich aufstehen. Bam! Hat nicht viel abgezogen, aber ist nicht schlimm. Geht ja nicht immer gut. Hallo? Oh shit, wir müssen weg hier. Oh, sie macht es nicht. Sie fliegt schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Oh, sie ist gleich tot. Lebenskraftmantel, wir brauchen dich jetzt nicht, weil bringt halt nichts. Oh, yes. So, ihr, pssst, Freunde, pssst, ruhig. Dürfen sie nicht erschrecken. Okay, das ist dein Kopf. Ja, das ist ihr Kopf. Heimer, bitte, no! Ich war an ihr Fuß. Was war das denn? Was war das? Hä, ich hab doch ihr Kopf getroffen, oder nicht? What the hell, was war los? Okay, das war ein bisschen very strange. Wir müssen mal kurz hier rauf. Das war ja ganz seltsam, ey. Bleib mal hier, Kollege. Ja. Was willst du machen? Du kannst gegen uns nichts ausrichten. Komm. Warte mal, hier irgendwo waren noch Steine. Guck mal, da vorne waren Steine. Den nehmen wir uns jetzt nochmal. Zur Rache. Jetzt kommt die Rache. Hallo, Kleines. Na, nimm mich ins Auge. Genau. So, jetzt bitte einmal weg hier. So, bitte renn gegen. Los. Yes. Ah. Da hat sie geschrien. Komm. Dreimal aufladen. Genau. Und noch einmal bitte. Jo, zwei. Und let's go. Booyaka. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Warte mal, wir haben den Schwanz gar nicht aufgesammelt. Wo habe ich den Schwanz abgetrennt? Oh Gott, wo habe ich den Schwanz abgetrennt? Ich weiß es nicht. Kleines, wir müssen dich ganz kurz verlassen, ja? Ich muss den Schwanz haben. Freunde, ich muss den Schwanz haben. Ich kann nicht ohne den Schwanz leben. Wir müssen kurz nochmal runter. Jetzt ist sie auch noch mitgekommen. Mädchen, was tust du denn? Och, meine Fresse. Wo ist ihr Schwanz hin?
Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Wo war der, verdammt nochmal? War der ganz oben? Da müssen wir es gleich versuchen, jetzt so hochzukommen. Ich glaube aber nicht, dass wir das in ein paar Sekunden schaffen werden. Okay, komm, hör jetzt auf. Alter, wie lange wackelt der denn? So, diesmal kriegen wir dich aber runter, okay? Diesmal schaffen wir das. Okay, bitte weg. Okay, werde... Wieder nicht. Wieder einmal. Komisch. Ich dachte, diesmal schaffen wir es. Na komm, dreimal los. 200... Alter. Los, und einfach auf Dach. Komm, let's go. Ach Mist, schade, daneben. Komm, bevor du das Gebiet verlässt. Oh. Okay, Namiel, du bist gerade voll in Action. Wir verlassen dich. Aniki, Baby, Aniki. Verbleibende Zeit, 10 Minuten. Okay, das riskieren wir nicht. Wir lassen den Schwanz Schwanz sein. Nee, das riskieren wir nicht. Oh, Aniki. Aniki, mein Engel. Die Katze steht neben mir. Sie wackelt mit ihren Arsch und sie hilft mir nicht. For real? Na egal, Namiel ist schwach. Wir brauchen wieder einen richtigen Fight wie Velkana. Naja, da raste ich aber wieder aus. Will nicht ausrasten. Nein, nein. Ich habe einen Fehler gemacht, ey. Ah, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal. Er ist nicht wütend. Oh. Ja, das hat mich natürlich wieder erwischt. Was ich sagen wollte, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Ey, ich hätte anfangs nicht so trödeln dürfen. Ich hätte anfangs nicht so trödeln dürfen. Ich habe halt noch ein bisschen was durchsucht und so. Das mache ich beim nächsten Mal nicht mehr. So, einmal. So, komm, 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 komm. Los! Jo, dankeschön. Arigato gozaimasu. So, einmal schön da drauf. Yes! So, jetzt bitte leg dich hin. Bitte, 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 bitte. Ich will wenigstens doch noch deinen Schwanz kriegen. Los! Ah! So, schön am Kopf einsammeln. Namiel? Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. 50 Sekunden noch? Never ever. Okay, wir haben die Hartklaue wieder. Irgendwie haben alle irgendwas mit Hartklaue und so weiter. Namiel, Balkflügel. Namiel, Hartklaue. Schön, und der Schwanz liegt da oben, Mann. Oder haben wir den hier übersehen? Ach Mist, wir haben den Schwanz nicht mehr bekommen. Schade, ey. Aber ich fand Namiel übelst geile Attacken, sah übelst geil aus, aber war auch nicht so krass stark, dass ich halt übelste Schwierigkeiten bekommen habe. Okay, 41 Minuten, das ist doch easy. Wir haben rumgetrödelt, for real. Dankeschön. Oh, können wir alles hier... Ach nee, das waren Dinger. Ich dachte, das können wir verkaufen. Naja, einmal gestorben. Das geht aber. Alle mal herhören. Wir haben die Ergebnisse der Untersuchung über den alten Allwurm vorliegen. Ich mache den Anfang, okay? Als wir die Orte des Lieds untersucht haben, ist uns eine Art Muster aufgefallen. Das sind die Orte in chronologischer Reihenfolge. Was ist denn das da ganz oben rechts? Oha! Muster? Sieht mir recht zufällig aus. Finde ich auch. Einen Moment bitte. Lass mich die Orte der seismischen Aktivitäten hinzufügen. Vom ersten bis zum letzten. Eine Spirale? Oh, er folgt dem ewigen Strom. Wo denn? Natürlich. Er folgt also den Energiespuren, die vom ewigen Strom ausgehen. Stimmt. Nun, um das besser einschätzen zu können, sollten wir vielleicht die drachenältesten Daten hinzufügen, die die fünfte gesammelt hat. Jawohl. Hier sind die Drachenältesten als erstes aktiv geworden. Perfekte Spirale. Erstaunlich. Unsere Zusammenarbeit hat sich wohl ausgezahlt. Was jetzt? Naruto! Nun, wir haben eine abgeschiedene Insel entdeckt, indem wir der gezeichneten Spirale gefolgt sind. Oh! Wenn wir in Betracht ziehen, wann die Drachenältesten zuerst erschienen sind, dann muss das der Aufenthaltsort des alten Allwurms sein. Nun, wir wissen wenig über diese Insel. Wenn wir dorthin gehen, müssen wir uns auf die härteste Herausforderung vorbereiten, der wir uns je gestellt haben. Also, was denkt ihr? Muss diese Frage wirklich gestellt werden? Volldampf voraus! Zustimmung. Ich weiß, dass du um unsere Sicherheit besorgt bist, aber wir sind bereit. Wir waren bereit. Und außerdem haben wir keine anderen Optionen. So viel also dazu. Wir schicken die fünfte Flotte. Unsere größte Hoffnung. Und jetzt brauchen wir Hoffnung mehr als je zuvor. Boss, wir brauchen zudem deine Führung. Ich würde niemand anderem trauen, uns sicher zurückzubringen. Diese drastischen Änderungen in der Umgebung können möglicherweise zu etwas Unumkehrbarem werden.
Wir müssen etwas unternehmen, bevor das passiert. Wir unterstützen die 5. Flotte mit all unserer Kraft. Beginnt mit den Vorbereitungen zur Abreise. Jawohl! Jawohl! Jetzt hängt alles von euch beiden ab. Ich bin diesmal raus. Aber ich erwarte euren Bericht, wenn ihr zurück seid. Okay. 5. Flotte, kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Ja, sofort. Also gut, lasst uns loslegen. Okay, hi! Oh, Freunde, das hört sich spannend an. Gehen wir an Bord des Luftschiffs und brechen zum alten Allwurm auf. Was? Nein, echt schon? Nee, das kann nicht sein. Ey, Freunde, das schauen wir uns natürlich erst in der nächsten Folge an. Ich glaube, es bleibt spannend. Naja, falls euch natürlich diese Folge und der Kampf gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.